Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Startup Company. Wir sind hier noch fleißig am Spielen. Der Manager ist jetzt da. Lol. Gerade nicht da gewesen. Das haben wir. Davon brauchen wir drei. Davon eins. Wir haben... Entschuldigung, muss ich kurz husten. 55 Stunden Zeit, wir brauchen 14 Produktionsstunden. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber ich probiere es. Ich will es probieren. So. Was brauchen wir noch? Und Vorlagenkomponenten. Okay, die lernen, machen gerade beide das. Sie ist da eigentlich recht zügig drin, wie ich gerade feststellen konnte. Hallo, stopp. Vorlagenkomponenten. Wo sind die denn? Die haben wir gar nicht. Oh, das ist noch gesperrt oder was? Oh oh. Habe ich jetzt etwa einen Auftrag angenommen, den ich gar nicht machen kann? Vorlagenkomponenten, Anfänger, unbearbeitete Komponente. Oder ist das vom Designer? Das kann natürlich auch sein. Oh, das wäre blöd. Das wäre jetzt echt ein bisschen. Ja, ein bisschen blöd. Einstellungsprozess. Designer. Ich vermute ganz stark, dass das von einem Designer ist. Das heißt für mich, ich muss jetzt mal ganz schnell noch einen Designer einstellen. Oh, da gibt es natürlich jetzt gerade nur die oder was. Oh. Gleich die teure, ne? Komm, hier, dann nehmen wir den einfach. Zack. Auswählen. Ja, das dachte ich mir. Okay, alles klar. Dann müssen wir das jetzt so noch machen. Oh je, schaffen wir das noch rechtzeitig? 34 Stunden. Na, ich denke, das kriegen wir sogar noch hin. Errungenschaft freigeschaltet. Interviewer, stelle 5 Mitarbeiter ein. Sehr geil. Das da können wir abbrechen, meine Freunde. Das ist in Ordnung. Sie ist derzeit untätig, das heißt, guck mal, wie schnell der arbeitet. Ich glaube, wir sollten unser... Die alle mal so ein bisschen equippen, ein bisschen aufrüsten, glaube ich. Das Gefühl. Zack. Schnell liefern, wir haben noch 9 Stunden Zeit gehabt, aber es ist abgeliefert. Sehr, sehr geil. Ja, die haben jetzt natürlich langsam, aber sicher keinen Bock mehr, ne? Das sieht man hier an dem Symbol. Ich will nichts mehr. Wir schicken ihn mal für 3 Tage in den Urlaub. Was wir natürlich jetzt machen könnten, da muss ich jetzt aber mal rausgucken, wie genau das funktioniert. Wir brauchen ein Framework. Wie können wir denn selber eine Framework herstellen? Können wir das schon oder können wir das noch nicht? Ich glaube... Wir können das noch nicht. Warte mal, was haben wir denn hier? Angestellte, Einstellungsprozess, Manager, leitender Entwickler, Forscher. Virtuelle Server erstellen. Neue Feature und Frameworks zu erforschen. Ja, wir haben noch keine Framework, deswegen funktioniert das nicht. Leitende Entwickler kümmern sich um die Zusammenführung der Komponenten in Module. Alles klar. Gott, ist das komplex. Also Mad Games Tycoon war ja schon extremst komplex, aber ich habe das Gefühl, dass es hier nochmal ein bisschen komplexer ist.
Datenbankkomponente macht die mal noch fertig, bitte. Dann. Was? Backend, ne? Backend, jawohl, okay. Dann machst du bitte Backend-Komponenten. Das da hat funktioniert. Das hat sie gleich von Anhieb schon gemacht. Okay, jetzt hast du noch Zeit hier, das zu machen. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich genial. So. Wer ist das? Keine Ahnung. Hallo, weiterlaufen. Danke. Backend-Komponenten. Ist in einer Stunde fällig. Jo, das haben wir nicht geschafft, oder was? Nein, das schaffen wir nicht pünktlich. Danke auch. Danke für die. Ja, tschüss. Die entlassen wir. Tschüss. Zack. Wir gehen jetzt hardcore vor. Entwickler, zack. Und tschüss, entlasse einen Mitarbeiter. Alles klar, sogar dafür gibt es einen Erfolg. 106, zack. Schlechte Nachrichten. Ich bin mit meiner Arbeit hier immer sehr zufrieden gewesen in letzter Zeit. Jedoch habe ich nicht mehr das Gefühl. Ja, das ist wieder dasselbe. Wie in meinem... ja, in meinem Singleplayer, also als ich alleine gespielt habe, beim privaten Spielstand, da hat diese Person auch auf einmal, zack, gekündigt. Also man muss ja schon ziemlich aufpassen. Was man macht, glaube ich. So, wir nehmen mal... Wir nehmen mal ihn hier. Sie. Christine. Jetzt kommt hier die Sonne raus. Hilfe! Wir haben noch 3000, Alter. Oh Gott, ich muss aufpassen mit dem Geld. Na, den Dreh habe ich auch noch nicht so ganz draus. Ich könnte jetzt natürlich nochmal einen Kredit nehmen. Aber wir machen halt gerade kein Plus und das ist gar nicht so gut jetzt eigentlich, was ich hier abziehe. Shit. Tschüss. Tschüss. Also es kann sein, dass ich nochmal einen Kredit aufnehmen muss. Keine Vertriebsleiterin, kann es sein? Jetzt hat alles klar. Oh Gott, okay. Wen haben wir denn hier? Das Problem ist, die sind halt auch stellenweise teuer. Und ich nehme jetzt mal hardcore einfach diese Person. Wir brauchen jetzt mal einen ziemlich fetten Auftrag. Grafikkomponente. Komm, das kriegen wir hin. Digga, das krieg ich immer hin. Das krieg ich immer hin, ich schwör's dir. Grafikkomponente, zack. Jeder legt los. Backend und Grafik. 54 Stunden verbleiben. Der ist jetzt auch wieder da. Um 40 Stunden verbleiben, 35 Stunden verbleiben. Wir brauchen noch eine Backend-Komponente. Macht er gerade. Machen das mal so. Und abliefern. So, Gesamtauszahlung ist 1920. Das ist halt wirklich nicht viel. Das ist halt wirklich was für den hohlen Zahn, ja? Zum Hungern.
Irgendwie, aber mehr auch nicht. Also hier hin. Aufgebot, genau. Haben wir. Und das können wir machen. Das gibt 3000. Okay, alles klar. Nee. Komm, du kannst das, glaube ich, schon. Auch wenn du vielleicht nicht perfekt schnell bist. Produktionszeit 8,5 Stunden. Und wir haben noch wie viel Zeit? 15. Ja, das passt. Das ist okay. Soll er mal machen. Und er kann eigentlich das schon mal machen. Ich bereue es, dass ich es gemacht habe. Statistik ist alles in Ordnung. Komm, danke. Was? Nein! Oh, dein Ernst, Alter. Oh, ich krieg die Krise. Stufe 4, neue Mitarbeiter. Leitende Entwickler kümmern sich um die Zusammenführung der Komponenten in Modulen. Bürobonus gibt's dafür, für die gewissen Sachen. Auch sehr geil. So, sucht schon, jawohl, sucht schon nach einem neuen Auftrag. Achso, hat doch gar keinen. Okay. So, das kriegen wir hin. Das sollten wir zumindest hinkriegen. Sag ich doch. So. 53 Stunden, 1680. Das ist halt wirklich. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber eine ziemliche mickrige Summe. So ein 3000er Auftrag bringt halt schon mehr Geld. Wir brauchen pro Tag 304 24 Stunden hohe Dringlichkeit. Oh, oh. Ich habe keine Ahnung, ob wir das hinkriegen, aber ich würde es gerne probieren. Das ist aber, boah, das ist echt. Wir kriegen es nicht hin. Er arbeitet zwar schon an der Verschlüsselungskomponente, aber alleine er braucht schon 10 Stunden für die. Und wir haben nur 24 Stunden, noch nicht mal 24 Stunden Zeit gehabt. Also das hätten wir eh nicht hinbekommen. Boah, der Manager ist verärgert. Geh in Urlaub, Digga. Was haben wir denn hier? Mittlere, alles klar. Das haben wir, das kriegen wir hin. Das, okay, das kriegen wir hin wiederum. Der arbeitet nämlich gerade schon an der Komponente und dann brauchen wir, glaube ich, das noch. Die Backend, genau. Alles klar. Das sollten wir hinbekommen. Neun Stunden noch. Ja, das kriegen wir hin. Und zack. Abgeliefert. 2800. Jetzt lass mich mal ganz kurz in die Finanzen gucken. Da unten hin. 2800. Gesamt in den letzten 30 Tagen 24.180. Die sind halt schon sehr teuer, ne? Das ist halt das Problem. Die sind halt schon sehr teuer. Aber es ist halt so, ne?
So, ihn haben wir mal in Urlaub geschickt. Wir werden dann auch sie bald in Urlaub schicken müssen. Oder ihn. 16 Stunden. Da arbeiten wir, glaube ich, an beidem schon wieder dran, oder? Verschlüsselung Backend. Jawohl, sauber. Da arbeiten wir mal ein bisschen vor. Das ist in Ordnung. Komm, du kannst auch noch ein bisschen vorarbeiten. Zack. Hallo? Mach mal das weiter. Und abliefern. So, 1920, 32 Stunden verbleibend. Also, wir haben wieder ein bisschen... Ja, wir wirtschaften das ein bisschen raus jetzt langsam. Okay. Man braucht im Endeffekt auch so ein bisschen den Dreh erst einmal, ne? Also ich hatte den Dreh jetzt die ganze Zeit noch nicht so richtig. Aber ich denke, da wird sich eh nochmal das ein oder andere wahrscheinlich ändern. Weil wie gesagt, Early Access Titel, es ist noch eine, ja, ich nenne es jetzt mal eine frühe Beta. Okay. Wird dran gearbeitet. 18 Stunden. Anfänger. Backend. Er macht Verschlüsselung gerade. Er kann das schon. Zack. 11 Stunden. Und los geht's. Das sollte eigentlich ohne Probleme hinhauen. Dann haben wir wieder 3600. 7 Stunden noch. Komm, geh du mal in Urlaub. Alles gut. Zack. Sehr schön. 3600 plus. Bam. So sieht's nämlich aus. Sehr, sehr geil. So, sie kann hier auch nochmal arbeiten. Er macht die Netzwerkkomponente einfach nochmal. Also wir müssen ein bisschen im Voraus arbeiten, auf jeden Fall. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dadurch, dass wir sie in Urlaub schicken können und die anscheinend nicht richtig in Pause gehen können, wie bei Mad Games Tycoon zum Beispiel. Entschuldigung. Da konnten die ja in die Pause gehen und sowas. Das können wir offensichtlich jetzt, sage ich jetzt mal hier, nicht. So, was haben wir hier? 2640... Wir brauchen dafür allerdings Verschlüsselungskomponenten. 59 Stunden verbleibend. Ja, okay. 10 Stunden braucht er dafür. 13 Stunden. Und tu mir den Gefallen und kümmere dich bitte direkt darum. Die Arbeitszeit können wir natürlich auch verbessern, ja. Wir können auch mehrere Schichten zum Beispiel machen, denke ich mal. Ich denke, das dürfte auch hinhauen mit diesem Plan. Das heißt, dass wir 24 Stunden arbeiten können, dass ein Teil zum Beispiel bis XYZ da ist und der Rest dann danach kommt oder so. Ich glaube, das würden wir auch hinbekommen. Damit. Zwei Stück brauchen wir, eine hat er gleich. Er ist halt nicht der schnellste, 10 Stunden braucht er halt trotzdem. Aber das sollte klappen. 30 Stunden haben wir noch, wir haben jetzt noch mal eine Nacht dazwischen. 17 Stunden. Die ist jetzt fertig. 10 Stunden nochmal. Oh, das könnte knapp werden, aber ich hoffe, es klappt. I hope so. Und da sinkt die Moral. Die Moral sinkt. Ich habe keine Lust mehr. Acht Stunden. Oh, oh, oh.
Jetzt kommt noch mal eine Nacht. Das schaffen wir doch wieder nicht. Ach, leck mich doch. Oh. 10 Stunden. Ja, komm, tschüss. Ach, Kacke, Mann. Der ist einfach zu lahmarschig und die ist auch nicht so. Aber ich kann sie noch nicht fortbilden. Hier, die Stimmung ist halt wieder im Keller. Letzter Urlaub vor 10 Tagen. Ich kann sie noch nicht alle 10 Tage in Urlaub schicken. Kommen wir denn da hin? Habe ich denn keine Möglichkeit, irgendwie denen eine Pause zu geben oder so? Eine Kaffeemaschine. Gibt einen Bürobonus, aber das war's schon. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal schauen. Meine Freunde, das war's schon wieder, sehe ich gerade. 21 Minuten schon wieder. What? Die Zeit vergeht echt hier irgendwie zack, zack, schnell. Krass. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bye, Startup Company. Und mal gucken, wie lange ich brauche, um diese Firma in den Bankrott zu treiben. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Startup Company. Haut rein. Ansonsten einen... Was? Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!